mit dem Stoff nicht durch. Wir machen hier Patentrecht. Wir haben letzte Woche behandelt die Voraussetzungen der Patentierbarkeit, der Technizität und die Ausschlusstatbestände in § 1 Absatz 2. Diese Woche behandeln wir die weiteren Voraussetzungen der Patentierbarkeit, nämlich die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit. Dazu müssen wir insgesamt 6 Fragen klären. Zunächst mal, was versteht man unter dem Stand der Technik? Wann ist eine Erfindung neu? Und dann darauf aufbauend, wer ist der Fachmann, was ist erfinderische Tätigkeit, was ist gewerbliche Anwendbarkeit und Ordre Publique? Wenn Ihnen gewerbliche Anwendbarkeit und Ordre Publique von der letzten Woche bekannt vorkommen, ist das gut, wenn nicht, ist das aber auch nicht schlimm. So, wir fangen an mit dem Stand der Technik. Der Stand der Technik bezieht sich auf alles, was der Öffentlichkeit bekannt ist. Öffentlichkeit kennen diejenigen, die auch Urheberrecht hören, vielleicht aus § 15 Absatz 3 Urheberrechtsgesetz, wo es heißt, mehrere Personen, die mit demjenigen nicht persönlich in Beziehung stehen, beziehungsweise untereinander in Beziehung stehen. Hier ist ein anderer Öffentlichkeitsbegriff gemeint. Öffentlichkeit im Sinne des Patentrechts meint, es muss einem potenziell unbegrenzten Kreis von Adressaten bekannt werden können. Es muss aber nicht bekannt geworden sein. Es reicht, wenn die Gefahr besteht, dass unbegrenzt viele Leute dieses Geheimnis erfahren. Also es muss Gefährdung bestehen, dass es viele Leute erfahren. Wie kann man das verhindern? Zunächst mal durch technische Maßnahmen. Ganz einfach, Sie machen eine Fabrik mit einem Dach drauf, wo keiner reingucken kann, damit niemand sieht, wie Ihre Anlagen funktionieren. Zudem vertraglich, Sie schließen mit allen Leuten, die in Ihrer Fabrik arbeiten, eine Geheimhaltungsvereinbarung, dass Sie niemandem sagen dürfen, was in der Fabrik passiert. Solche Geheimhaltungsvereinbarungen nennt man NDAs, Non-Disclosure Agreements, die einfach sagen, was hier passiert, das bleibt geheim. Nun ist es so, selbst der beste faktische Schutz kann aber umgangen werden. Dazu gibt es in den USA einen ganz schönen Fall. Es gibt diese Firma DuPont, die stellen Autoreifen her und die haben ein besonderes Verfahren zur Vulkanisierung ihrer Reifen gehabt, was besonders effizient war. Und nun bauten die eine neue Fabrik und hatten brav auch rundherum hohe Mauern gemacht, damit niemand sieht, wie diese Fabrik aufgebaut ist. Aber die Konkurrenz war nicht dumm. Sie mietete sich einen Heißluftballon und flog dann mit dem Heißluftballon hoch und machte Fotos von oben von dem, was in dieser Fabrik passierte. Das kann man mit den besten Maßnahmen nicht verhindern. Man kann immer noch besseren Schutz machen, aber irgendwann wird es halt zu aufwendig. Deshalb haben wir rechtlichen Flankenschutz, derzeit noch in 17 folgende UWG. Da steht drin, wenn Sie Leute dafür bezahlen, dass Sie Geheimnisse verraten oder wenn Sie Leute ausspionieren oder Abhöreinrichtungen benutzen, dann ist das eine Straftat. Sie dürfen Geschäftsgeheimnisse nicht ausspionieren. Es ist ein abschließender Katalog der Mittel, die verboten sind. In allen anderen Fällen griff man zurück auf die Generalklausel des § 3 UWG. Es ist unlauter, seine Konkurrenz auszuspionieren. Das ist eine böse Handlung. Und das lief auch ganz gut. Der Streitpunkt war immer, darf ich die Gegenstände meiner Konkurrenz auseinanderbauen? Reverse Engineering. Darf ich gucken, wie dieser Laptop funktioniert, indem ich ihn aufschraube und mir jedes Teil genau angucke? Und da war der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen Recht und dem Recht in Großbritannien und USA. In Deutschland wurde gesagt, der gute Erfinder denkt selber nach. Kopieren ist immer böse. Deshalb war Reverse Engineering in Deutschland traditionell verboten. Demgegenüber war in den USA immer gesagt, das Einzige, was ich machen darf, ist mir anzugucken, wie die Produkte funktionieren. Solange ich in die Fabrikhallen gehe, ist alles in Ordnung. Das Ganze ist jetzt für die EU neu harmonisiert in der Richtlinie 2016/943. Das heißt, das deutsche Recht wird sich zwangsläufig ändern. Viele sagen, es wird schlechter, aber wir behandeln das noch am Ende des Semesters. Der Geschäftsgeheimnisschutz ist die Alternative zum Patentrecht und ist recht attraktiv. Der rechtliche Flankenschutz wird aber auch im Patentrecht bewirkt durch § 3 Absatz 5. Wenn Sie da mal reinschauen,
dann sehen Sie in 3 Absatz 5, dass bestimmte Sachen der Neuheit nicht entgegenstehen, nämlich namentlich, um es mal wörtlich zu lesen, namentlich die Patente, die auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhen. Und damit ist gemeint, wenn jemand das Patent sozusagen geklaut hat vorher und das anmeldet, dann kann immer noch der eigentliche Erfinder hingehen und Patentschutz dafür beanspruchen. Das werden wir noch im Detail sehen, aber er kann dann nicht sagen, oh, das ist verraten worden von einem Spion, dann können Sie immer noch anmelden, haben immer noch einen Schutz. Verräter werden bestraft. Der Stand der Technik ist alles, was der Öffentlichkeit bekannt ist, und das umfasst zunächst mal alles, was schriftlich ist. Das müssen Sie nicht aufschreiben, das können Sie auch dem Gesetz entnehmen, wenn Sie mal § 3 sich angucken. Dann hat § 3 auch einen Absatz 2 und 3 Absatz 2 sagt Ihnen, was Stand der Technik ist. Insbesondere also alles, was schriftliche Veröffentlichungen sind. Schriftliche Veröffentlichungen sind die Fachpresse, also irgendwelche wissenschaftlichen Zeitschriften, sagen wir Science, Nature oder irgendwie Journal of Applied Medicine oder sowas. Das sind Fachveröffentlichungen. Es sind aber auch alle Offenlegungs- und Patentschriften, das heißt alles, was sozusagen irgendwo beim Patentamt schon mal der Welt zugänglich gemacht worden ist. Aber nur die Sachen, die Sie auch einsehen können, wenn Sie mal bei Google eingeben, Patente, dann kriegen Sie halt abrufbare PDF-Dateien von allem, was da eingereicht worden ist. Und auch die Populärpresse zählt dazu. Das heißt, die Bild-Zeitung. Wenn die Bild-Zeitung schreibt, Kiwis sind gut gegen Krebs, ist es damit der Öffentlichkeit bekannt. Es muss keine wissenschaftliche Veröffentlichung sein. Es reicht jede Veröffentlichung, die irgendwie Ihnen zugänglich wird. Damit ist auch erfasst die Werbung, und zwar sogar die mündliche Werbung. Wenn also der Marketingmann schon ausplaudert, was demnächst auf den Markt kommt, hat er damit das Patent kaputt gemacht. Das heißt, Veröffentlichungen sind alles und hier insbesondere auch mündliche. Und schließlich auch die Benutzung. Wenn Sie also die Sache, die Sie erfunden haben, schon mal im öffentlichen Verkehr einsetzen, ist das ziemlich schlecht. Dann reicht es auch, wenn andere unabsichtlich da zur Kenntnis bekommen. Sie kennen diese Fälle, wo irgendeiner das neue iPhone irgendwo in der Kneipe hat liegen lassen. Damit kann man auch Patente kaputt machen. Privilegiert sind dagegen Versuche. Man sagt, solange Sie noch im Experimentierstadium sind, machen Sie es noch nicht öffentlich. Wenn Sie also auf der Teststrecke immer Auto fahren mit Ihrem neuen Sportwagen, dann ist das noch nicht der Öffentlichkeit bekannt, weil eben die Erfindung nicht genutzt wird, sondern ein Prototyp oder was, bevor es fertiggestellt ist. Es geht hier nicht nur um Erfindungen. Bei allem, was wir bisher hatten, haben wir gesagt, Erfindungen müssen irgendwas Anwendbares sein, irgendwas, was man in die Hand nehmen kann, was läuft. Hier geht es auch um Grundlagenkenntnisse. Man weiß zum Beispiel, irgendwelche Substanzen reagieren mit irgendwelchen anderen. Wir kennen sowas wie Van der Waalen-Kräfte, dass Sachen so sich anziehen und abstoßen. Solche Sachen gelten auch hier als Stand der Technik. Es muss also nichts Greifbares sein, was da rausgekommen ist. Es muss keine anwendbare Erfindung sein. Ja, wie gesagt, wenn Sie ein Gesetz festmachen wollen, 3 Absatz 1 Satz 2, der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitraum der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Das heißt, denkbar weit, alles ist sozusagen Stand der Technik. Damit aber nicht genug. Der Stand der Technik muss objektiv einem Fachmann zugänglich sein. Fachleute können sehr findig sein, dem, was sie finden. Und deshalb erstmal, die Sprache ist egal. Denn der Fachmann kann Google Translate bedienen und kann damit auch Texte in Kiswahili übersetzen und damit herausfinden, was da steht. Auch jedes Alter. Es muss keine aktuelle Veröffentlichung sein, die gerade irgendwo über den News-Ticker bei Twitter gelaufen ist, sondern es reichen auch ganz historische Dokumente, die irgendwo im Archiv liegen. Solange dieses Dokument zumindest theoretisch für den Fachmann zugänglich wäre, gehört es zum Stand der Technik. Es muss auch keine besondere Form haben. Es gibt bestimmte Sachen, die überliefert sind. Typischenfall sind irgendwelche Urvölker, wo dann jemand sagt, ja, dieses Kraut hilft gegen diese Krankheit, reibe dich ein mit den Blättern des sowieso Baumes und deine Schmerzen werden vergehen. Auch diese Überlieferung
ist Stand der Technik. Es muss sozusagen nirgendwo ein Dokument geben, das Geheimrezept für die Heilsalbe von Opa irgendwas. Es reicht, wenn es überliefert worden ist. Und, das ist ganz entscheidend, es muss noch nicht mal dauerhaft abrufbar gewesen sein. Wenn Sie im Internet eine Seite haben, die für einen Tag online war, wo das Geheimrezept drauf stand, dann kann die danach noch so lange offline gestellt sein. Es reicht, weil an diesem einen Tag der Fachmann zugegriffen hätte und das runtergeladen hätte. Solange auch nur die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand das sozusagen archiviert hat und verstanden hat, haben Sie Pech gehabt. Weil Sie kriegen die Spuren nicht mehr beseitigt. Um nachzuweisen, dass es zum Stand der Technik gehört, müssen Sie die tatsächliche Kenntnis haben, nicht nachweisen. Allerdings, das Problem ist immer, Sie müssen nachweisen, dass der Stand der Technik im damaligen Zeitpunkt ist, was im Internet ein Problem ist, weil halt kein eindeutiger Zeitstempel besteht. Sie müssen also sagen, wann diese Sache im Internet online war, was generell schwierig ist, aber auch bei Papier, wenn nicht gerade ein Erscheinungsdatum draufsteht, wissen Sie auch nicht, von wann es gedruckt worden ist. Sie haben eine Werbeunterlage, eine Anleitung, die kann ja von sonst wann sein. Bitte. Das ist ja keine mögliche Überlieferung, Sie müssten ja schon nachweisen, dass es eine längere Tradition gibt. Sie müssten also Zeugen benennen, dann würde gesagt, ja, das ist so. Aber wenn nur Sie das benennen, haben Sie sich der Öffentlichkeit bekannt. Es würde ja nicht reichen, dass es Ihnen bekannt ist. Sie müssen sagen, ein potenzieller Fachmann, der hätte das locker rausfinden können, weil es sozusagen hier überall geschehen ist. Also meine Oma hat das immer schon so gemacht und das war in meinem ganzen Dorf so bekannt, das würde reichen. Wenn Sie dagegen sagen, ich mache es in meinem Keller so, das ist irrelevant. Also was Sie machen, das hier keinen. Entscheidend ist, dass Sie sagen, das war bekannt und das müssen Sie beweisen, weil die Vermutung sagt, im Zweifel gehören Erfindungen nicht zum Stand der Technik. Im Zweifel sind alle Erfindungen neu, außer man beweist das Gegenteil, dass sie nicht neu sind. Das heißt, das Patentamt prüft, wenn die was finden, ist es Pech und dann haben Sie die Chance, im Einspruchs- und Nichtrechtsverfahren das nachzuweisen und zu sagen, da hätte jeder rausfinden können. Stand doch da schon. Also wie gesagt, im Internet praktisches Problem. Von wann ist es? Man sagt bei organisierten Diensten wie Twitter und Facebook, solange nicht selber beteiligt sind im Verfahren, dass sozusagen, wenn ein Datum draufsteht, dass dieses Datum gilt, wenn dagegen Ihre private Homepage gemeint ist, hat die null Beweiswert, weil Sie können immer sagen, die war am so und so vielten stand das schon drauf. Das ist rechtlich irrelevant. Oder praktisch irrelevant, rechtlich natürlich nicht. Um das Ganze ein wenig anschaulicher zu machen, habe ich mal hier ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung herausgesucht. Was sagen Sie dazu? Es gibt eine Diplomarbeit, die in einer Universitätsbibliothek per Fernleihe bestellbar ist. Ist das ein Dokument, was zum Stand der Technik gehört, wenn da was drinsteht? Kann man nicht im Buchladen kaufen, gibt es nicht im Internet, aber man kann es per Fernleihe an der Universität Leipzig bestellen. Der Öffentlichkeit zugänglich, ja oder nein? Ja, weil es ja der potenzielle Fachmann, der kann sich das selber bestellen lesen. Ja, in der Tat, wir sagen, wenn das so eine ganz tolle Arbeit ist, dann wird sie das rumsprechen, das heißt, der Fachmann käme dran. Spannende Frage, um eine Abwandlung zu machen, was wäre denn, wenn man die nur im Lesesaal einsehen könnte oder so einen Blick reinwerfen könnte und dann sozusagen wieder rausgehen müsste? Man hätte genau 5 Minuten reinzugucken und dann wären wir wieder rausgeschmissen. Das gibt es auch in Universitätsbibliotheken, wenn man sagt, Schutz der Studenten davor, dass ihre Arbeiten ausspioniert werden. Wäre dann auch der Öffentlichkeit zugänglich? Ja, auch. Ja. Das auch Vorübergehende. Ja. Ja, ich habe gesagt, auch das Vorübergehende. Aber würden Sie sagen, der Fachmann kann in diesen 5 Sekunden erkennen, ob da was Tolles drinsteht oder nicht? Oder 5 Minuten oder 10 Minuten? Also das Bundespatentrecht hat gesagt, solange ich es nach Hause nehmen kann, ist immer alles okay, weil da habe ich genug Zeit, es zu lesen, das passt. Wenn ich dagegen nur kurz einsehen kann, dann reicht das nicht, weil der Fachmann braucht Zeit, um es zu verstehen und nachzuvollziehen. Und bei einer bloßen Einsicht hat er nicht diese Chance, das sozusagen zu reproduzieren. Und damit gehört es zur Kenntnis des Fachmanns nicht. Und damit hat die Öffentlichkeit keine Kenntnis, sondern Erkenntnis hat nur derjenige, der die Arbeit geschrieben hat, der sie bewertet hat und vielleicht 1 oder 2 Zufalltreffer. Also vorübergehend müssen Sie so verstehen, es muss zumindest so lange verfügbar sein, dass der Fachmann es verstehen kann. Wenn das aber der Fall ist, dann kann man es hinterher nicht mehr korrigieren. Einmal in den Brunnen gefallen, für immer vorbei. Was sagen Sie dazu? Eine interne Rundmail eines Unternehmens. Also Sie haben 100 Mitarbeiter und schicken denen
eine Intranet-Mail, wo drin steht, ja, wir haben eine neue Erfindung, ab sofort werden am Fließband links 2 Arbeiter statt 3 eingesetzt, dann läuft alles viel schneller. Und die geht nicht auf irgendwelche externen Server, die bleibt alles hausintern, die kann nur auf hausinternen Geräten gelesen werden. Ist das dem Fachmann zugänglich? Es gibt immerhin eine E-Mail. Oder auch per Papier. Was sagen Sie? Sieht der Fachmann das? Sie als Fachleute? Also ich würde sagen, nein, weil er ja keinen Zugriff auf die internen Korrespondenzen hat. Ja, in der Tat, das würde einen Vertrauensbruch seitens der Mitarbeiter voraussetzen. Auf Vertrauensbrüche kann man nicht setzen, das heißt, eine interne Mail ist rechtlich irrelevant. Die haben keine Mails, sondern Papier schreiben. Denn die Bundesreichsgericht hatte noch keine E-Mails. Ja, eine Skizze einer Werkstatt, die auch zur Information der Kunden genutzt wird. Was sagen Sie dazu, in Abgrenzung zu unserer internen Rundschreibengeschichte? Da würde man dann ja jetzt ja sagen, weil die Kunden sind ja nicht verpflichtet, das irgendwie geheim zu halten. Genau, der Unterschied zwischen den Mitarbeitern und den Kunden ist, die Kunden quatschen alles aus, damit ist es was liegen. Kunden mitgeteilt wird, immer öffentlich. Dann, jetzt kommen wir in den Bereich der Unis, Sie halten einen Vortrag auf einer Tagung, wo exakt 20 Leute teilnehmen und die 20 Leute sind alle handverlesen, das sind sozusagen die Koryphäen im Bereich der Chemie und sonst darf wirklich keiner dahin. Es gibt kein Publikum außer diesen 20 persönlich eingeladenen besten Chemikern der Welt. Frage? Ist das dem Fachmann oder der Öffentlichkeit zugänglich? Das ist eine schwierigere Frage. In Abgrenzung zu den Kunden und den Mitarbeitern. Was sagen Sie dazu? Das ist fast wie in diesem Raum hier. Wenn ich Ihnen was sage, ist das dann öffentlich? Ja, Sie können das weitererzählen. Aber jetzt denken Sie mal, das sind hier die 20 Top-Genies in der Chemie. Was sagt man dann so als Wissenschaftler? Die sind zwar nicht rechtlich gebunden, aber was erwartet man so, wenn so Top-Chemiker untereinander reden? So rein moralisch, menschlich, anders als beim Kunden. Ja, in der Tat, man sagt, aus ethischen Gründen, wenn so die wissenschaftliche Elite sich trifft, dass das, was da gesagt wird, sozusagen geheim bleibt. Also was auf der Tagung gesagt wird, bleibt auf der Tagung, zumindest dann, wenn das eine wirklich begrenzte Teilnehmerkreis ist. Wenn Sie sagen, darf jeder kommen, der will, dann natürlich nicht. Aber wenn Sie sagen, es ist ein ausgesuchter Teilnehmerkreis, sagen wir, aus moralischen Gründen wird natürlich keiner die Geheimnisse verraten, die er da erfährt, auch wenn kein rechtlicher Vertrag begründet worden ist. Deshalb sagt das Bundespatentgericht, ist das auch in Ordnung? Was mit dem Vortragsmanuskript des Referenten, wenn er so hier vorher sich alles aufgeschrieben hat und dann abliest? Hat er immer ein Papier eingestellt? Schadet das? Kritzel, 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 kritzel. Also, ja, meine Damen und Herren, das hier ist das Methanmolekül und Sie wissen, das reagiert dann, wenn man Feuer dran macht. Ja, in der Tat, Privatnotizen sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich, damit völlig unproblematisch. Nur nochmal eine Frage zu der Werkstattskizze. Wenn man das jetzt vergleicht mit der nur kurz einsehbaren Diplomarbeit, kann man da nicht zum Beispiel bei der Werkstattskizze darauf abstellen, wie bestimmt die ist? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine sehr grob verfasste Werkstattskizze, die halt vielleicht dem Mitarbeiter der Werkstatt selber erklärbar ist, weil er die internen Vorgänge kennt, einem Kunden aber nicht, sondern nur dafür da ist, eben etwas grob darzulegen, würde auch das dann zu starke Technik gehören und das finde ich dann relativ widersprüchlich im Vergleich zu einer kurz einsehbaren Diplomarbeit. Das Argument ist, dass man sagt, bei einer Werkstattskizze kann ich mit einem Blick relativ viel erfassen. Ich kann draufschauen und sagen, ah ja, das ist der Ablauf, klar, das ist der Arbeitsprozess.
Bei der Diplomarbeit, die immerhin meistens ein paar Seiten hat, brauche ich eine Weile sozusagen, um das Gesamtsystem zu verstehen. Das heißt, die Wahrnehmung dauert länger. Das heißt, bei der kurzen Wahrnehmung der Skizze habe ich mehr Informationen erlangt als mit der gesamten Diplomarbeit. Deshalb, es kommt darauf an, wie das abgebildet ist. Je detaillierter es ist, desto schwerer wird es. Wenn einer einen Schaltplan vorlegt und sagt, hier, das ist ein Schaltplan für einen Computerchip, guck ihn dir mal an, dann kann ich mir in 5 Minuten nichts merken. Aber wenn mir einer sozusagen einen Plan vorlegt, hier steht Maschine A, da steht Maschine B, da steht Maschine C und die werden der Reihe nach bedient und dadurch haben wir einen möglichst guten Arbeitsablauf, das kann ich mir recht gut merken. Dann kann ich dann sagen, aha, wir fangen erst an mit Falten des Kartons und dann werden die Kartons zusammengesteckt oder was auch immer. Da kein Faltfabrik-Fachmann. Also es kommt ganz darauf an, wie detailliert die Skizze ist, weil wie viel kann sozusagen der Fachmann aus dieser Skizze sofort erkennen und weitererzählen. Gut. Die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn der Fachmann genug Zeit und Mühe aufwendet, kann er alles Mögliche entdecken. Fachleute sind verdammt schlau. Deshalb ist die Testfrage, wie viel Mühe gibt sich ein Fachmann? Zum Beispiel kann ein Fachmann aus Einzelschritten das Gesamtverfahren folgern. Wenn wir ihm sagen, das ist Schritt 1 und das ist Schritt 3, dann weiß der Fachmann, dazwischen muss wohl noch der und der Schritt 2 sein. Das ist bei der Werkstatt recht anschaulich. Wenn ich weiß, am Anfang werden Schrauben geliefert, am Ende ist der Reifen am Auto, dann weiß ich, jetzt liegt mit der Reifen irgendwann angeschraubt. Also ich kann sozusagen Schritte ergänzen, auch wenn die nicht genannt worden sind. Der Fachmann kann sogar, wenn man ihm ein fertiges Produkt liefert, sagen, wie man so ein Produkt herstellt. Also wenn Sie jemandem ein Auto geben, kann er sagen, aha, ich baue es auseinander, wir brauchen die Teile, die werden so zusammengebaut. Der Fachmann ist ja nicht doof. Der Fachmann kann es aber auch im Bereich der Chemie. Sie können dem Fachmann eine Packung mit einem Medikament geben und er kann das analysieren und kann ungefähr sagen, was drin ist. Also der Fachmann ist verdammt schlau. Der Fachmann hat allerdings ein Problem. Der hat nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zeit. Der muss sich seine Zeit sinnvoll einteilen. Der wird sich also nur Sachen angucken, die für ihn interessant sind. Das heißt, Sachen, die das Interesse des Fachmanns wecken, wird er im Zweifel auch durchleuchten. Das heißt, er wird im Wege der Durchleuchtung herausfinden, wie es funktioniert. Sachen, die völlig unauffällig sind, die ihn nicht interessieren, wird er sich gar nicht erst angucken. Wenn die Erfindung also so ist, dass der Fachmann sozusagen gar nicht sieht, dass was Neues dran ist, können Sie die Erfindung auch öffentlich sozusagen benutzen, ohne dass der Fachmann es merkt. Typisches Beispiel sind irgendwelche Sachen, wenn Sie irgendwo in einem Damenschuh einen ganz neuen Absatz einbauen, dann können Sie nicht erwarten, dass der Fachmann diesen Schuh auseinandernimmt, weil der Fachmann guckt sich keine Schuhe an. Also Sie müssen überlegen, wird der Fachmann diese Sache auseinanderbauen, der Fachmann hier, der ist, weiß ich, Schuhtechniker oder Materialtechniker, oder wird er sagen, auch ist er eh Standard. Wenn es von außen nach Standard aussieht, wird der Fachmann nicht auf aufmerksam. Wenn Sie ja gegen was Neues haben, wird der Fachmann aufmerksam und wird es untersuchen. Der Fachmann wird also so viel Mühe investieren, wie Sie ihn sozusagen heiß machen auf das Problem. Je besser Sie es verwerben, desto mehr Mühe wird der Fachmann auch investieren. Ja, das ist der Stand der Technik. Also der Stand der Technik ist denkbar weit, alles was irgendwo weltweit auffindbar ist. Das ist wichtig, wir haben schon darüber gesprochen, das Patentrecht gilt territorial, das heißt, das deutsche Patent gilt nur in Deutschland, der Stand der Technik ist aber weltweit, auch wenn es auf Kiswahili ist, wird es dem deutschen Fachmann zugänglich sein, weil die Community sozusagen sich weltweit austauscht. So, der Stand der Technik wird, wie man den Paragraphen 3 entnehmen kann, wichtig im Rahmen der Prüfung der Neuheit. Neuheit, Paragraph 3, eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Dasselbe finden Sie auch in Artikel 54 EPÜ, wenn Sie es angucken, das ist wörtlich identisch, es gibt da keinen Unterschied, nur dass es hier Satz 1, Satz 2 ist und rechts ist es Absatz 1, Absatz 2. Die Frage ist also, wann gehört eine Erfindung zum Stand der Technik? Und dafür gibt es ein relativ einfaches Prüfungsschema. In Schritt 1 gucken Sie sich erstmal an, was soll hier überhaupt patentiert werden? Was ist der Gegenstand der Erfindung? Was sind die Patentansprüche? Im zweiten Schritt gucken Sie, was ist der maßgebliche Zeitpunkt für den Vergleich? Und maßgeblich ist nicht der Zeitpunkt, in dem Sie die Klausur schreiben oder in dem der Prüfer das sich anguckt oder in dem das Gericht prüft, ob es wirksam ist, sondern maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem das Patent angemeldet worden ist. Das heißt, wenn Sie prüfen ein Patent aus dem Jahr 1920, müssen Sie überlegen, was kannte man alles im Jahr 1920? Und alles, was danach kam, dürfen Sie nicht berücksichtigen. Und
dann ermitteln Sie konkrete Entgegenhaltungen. Konkrete Entgegenhaltungen heißt, Sie suchen sich zum Beispiel Veröffentlichungen, Bücher, Texte, Werbematerialien. Sie suchen sich Berichte von Leuten, die irgendwas gesehen haben. Sie suchen sich Zeugenaussagen und sagen, das war damals schon bei meiner Oma so. Und diese sammeln Sie alle. Die müssen alle zu einem Zeitpunkt gegeben sein, die früher sind als die Patentanmeldung. Also alles, was davor ist, wird berücksichtigt. Alles, was am Tag der Patentanmeldung oder danach ist, wird nicht berücksichtigt. Das ist ein ganz klarer Schnitt. Bis zum Tag vor der Anmeldung. Wenn Sie um 23.59 Uhr anmelden, ist trotzdem 24 Uhr vom Tag vorher gemeint. Der komplette Tag ist sozusagen geschenkt. Alles, was da passiert, ist egal. Dann ermitteln Sie für jede einzelne Entgegenhaltung, was da wohl gemeint ist. Das ist ein Fall der Auslegung. Da müssen Sie also gucken, was steht da drin, was meint das. Und dann kommt der schwierige Schritt. Sie nehmen jetzt jedes einzelne Dokument und vergleichen das und sagen, ist das dasselbe? Ist dieses Patent das, was da schon drin steht? Ist dieses Patent das, was da schon steht? Und Sie nehmen jedes einzelne. Und wenn Sie irgendeins finden, wo Sie sagen, das ist dasselbe wie das, ist es nicht mehr neu. Ja? Also wenn Sie sagen, exakt identisch, dann sind Sie raus. Jetzt sagen Sie, das ist nicht so schwierig. Entscheidend ist, wenn auch nur ein einziges Merkmal im Patent anders ist als in der anderen Sache, ist es nicht patentfähig. Ist es neu. Dieselbe Erfindung, das heißt, es darf noch nie nirgendwo in der Welt jemanden gegeben haben, der das Gleiche in derselben Weise gemacht hat. Wenn auch nur einer dieser Punkte gegeben ist, haben Sie Pech gehabt. Es muss exakt dasselbe sein, es darf nicht mal Millimeter anders sein. Bemerkenswerterweise ist das eine neue Erkenntnis. Bis 1977, was schon lange, lange her ist, war es so, dass nur maßgeblich sind der Stand der Technik, der sich aus Druckschriften der letzten 100 Jahre ergibt. Also alles, was älter ist als 100 Jahre, war sozusagen von der Technik ausgeklammert. Und zudem nur Sachen, die im Inland offenkundig waren, das heißt nur Sachen, die in Deutschland bekannt waren. Wenn also irgendjemand in Südamerika das wusste, im Urwald, dann war das völlig egal. Solange es für den Deutschen neu war, gab es ein Patent. Das hat man geändert. Können Sie sich denken, warum man das geändert hat? Warum es sozusagen nicht mehr nur maßgeblich ist, das, was dem Deutschen bekannt ist, dem deutschen Fachmann, sondern dass man sagt, weltweit absolute Neuheit. Welchen praktischen Grund kann es dafür geben, dass man sagt, heute ist das nicht mehr so wie 1890? Ja, weil man durch die Technik sich viel mehr verknüpfen kann. Ja, in der Tat. Heute kann man sehr viel leichter reisen, das ging schon in den 80er Jahren. Sie können mit dem Flugzeug heute nach Cambridge fliegen, das konnten Sie auch im Jahr 1980. Sie konnten es aber nicht im Jahr 1890, da war sozusagen USA für Sie ewig weit weg, mussten Sie mit der Titanic fahren und absaufen. Dann, zweites Problem, man hat gesagt, früher alte Sachen fand man einfach nicht, heute Massenproduktion von Büchern, es gab Fotokopierer, man kann sozusagen Sachen relativ schnell vervielfältigen. Mit dem Internet sagt man erst recht, Sie kriegen jedes Dokument weltweit auf Mausklick innerhalb von ein paar Minuten. Egal was wo ist, Sie kriegen alles. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Deshalb heute absoluter Neuheitsbegriff, nicht mehr relativer Neuheitsbegriff. Der Neuheitsbegriff ist zudem formell objektiv. Was meine ich damit? Es ist gemeint, es kommt nicht darauf an, was der konkrete Erfinder wissen kann. Das ist anders als im Urheberrecht. Sie wissen, im Urheberrecht geht es um die Vervielfältigung, das heißt die Kopie eines Originals. Das Patent ist selbst dann relevant, wenn Sie es nicht kennen. Dasselbe gilt auch für den Stand der Technik. Wenn irgendwo ein Indianer im Urwald vor 250 Jahren gesagt hat, die Wurzel des sowieso Baumes hilft gegen das und das, können Sie als Deutscher dafür kein Patent mehr kriegen. Auch wenn Sie da total viel Labors für eingesetzt haben, um es rauszufinden, weil der das schon wusste damals, Pech gehabt.
Die Idee ist, wir wollen sicherstellen, dass es genau einen einzigen Menschen gibt, der das Patent daran kriegt und nicht mehrere, weil sonst würde man alle 50 Jahre sagen, ach, haben wir wieder entdeckt und dafür gibt es wieder ein Patent. Wenn irgendwann mal jemand potenziell das erfunden hat, reicht das. Auch wenn das schon vor 1000 Jahren war. Vergessene Sachen sind egal. Ja, Verwendungspatente sind, wenn Sie nachweisen können, es gibt zwar den Stoff, zum Beispiel die sowieso Beere, der wächst am Baum, die haben schon die alten Indianer benutzt, aber die Indianer haben ihn immer nur benutzt für, weiß ich nicht, Verletzungen, Schmerzen. Sie entdecken jetzt aber gut für Herzkrankheiten. Dann haben Sie ein Verwendungspatent. Typischer Fall war halt, bei Aspirin war umstritten in der Tat, ob das als Schmerzmittel zugelassen werden kann, weil es in der Tat schon Indianer gab, die die Baumrinde benutzten, um bei Wunden halt irgendwie das zu desinfizieren, keine Ahnung, wofür die das benutzt haben. Aber da war halt der Einsatz als Kopfschmerzmittel und fiebersenkendes Mittel offenbar noch neu. Abgesehen davon war es auch altes Patentrecht. Und heute würde man sagen, Herzprobleme haben die Indianer nicht gekannt, also da kein Problem. Ein Indianer kennt kein Herz. So. Der Stand der Technik ist auch ihr eigener Stand. Wenn Sie also Ihre eigenen guten Ideen schon in der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, kriegen Sie trotzdem kein Patent. Sie selber machen sich das Patent kaputt, wenn Sie es offenlegen. Davon hat das Gesetz eine Ausnahme gemacht. Wenn Sie mal gucken, in § 3 Absatz 5 Nummer 1, ob wieder Absatz 4, weiß ich nicht, Absatz 5 Nummer 2, da steht drin, Sie kriegen auch ein Patent, wenn Sie es auf einer Ausstellung ausgestellt haben, die, jetzt kommt's, das ist toll, eine amtlich anerkannte Ausstellung im Sinne des am 22. November 1988 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen gezeigt haben. Das sind so Sachen wie Weltausstellungen ähnlich. Es ist nicht jede Messe. Es muss sozusagen eine besonders bedeutsame Messe sein. Und wenn Sie mal weiter gucken, steht da unten auch drunter, die in Satz 2 bezeichneten Aussetzungen werden vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Das heißt, da kommt eine sehr kurze Liste, wo drin steht, auf diesen Messen dürfen die Erfindungen zeigen, bevor sie patentiert sind und kriegen trotzdem ein Patent. Ganz anders ist die Lage im Gebrauchsmustergesetz. Im Gebrauchsmustergesetz ist es so, Sie kriegen auch ein Patent, wenn Sie es vorher gezeigt haben, solange Sie das innerhalb einer bestimmten Schutzfrist angemeldet haben. Sie haben also sozusagen eine Schonfrist, innerhalb derer Sie Sachen zeigen dürfen, aber trotzdem auch die Anmeldung nachholen dürfen. Das galt auch bis 1978 im Patentrecht. Auch da war es möglich, dass Sie Ihre eigenen Patente nachanmelden, erst zeigen, dann anmelden. Heute ist das System streng. Alles, was Sie vor der Anmeldung gemacht haben, führt dazu, dass Sie keinen Schutz mehr kriegen. Sie dürfen Ihr Patent nicht verraten, bevor es angemeldet ist. Es muss nicht erteilt sein, aber sobald die Unterlagen da sind, oder bevor die Unterlagen da sind, dürfen Sie nichts machen. Sobald sie da sind, ist das Entscheidende. Kurz gesagt, erst anmelden, dann vorführen. Schwierig? Nein. Sind auch allgemeines Fachwissen und Fähigkeit zu berücksichtigen. Das Problem ist ja, wenn Sie den Stand der Technik sich ansehen, dann habe ich gesagt, es geht immer um den Fachmann. Wie liest denn der Fachmann das Ganze? Stand der Technik haben wir in 3 Absatz 1 Nummer 2 legal definiert. Da steht dann ausdrücklich drin, dass es nur geht um Kenntnisse, nicht um Fähigkeiten, nicht um Talente. Deshalb, das Wissen ist nur zu berücksichtigen, wenn es irgendwie sich aus der Veröffentlichung ergibt, nicht hingegen abstraktes Hintergrundwissen. Die Auslegung erfolgt zudem zeitlich nach dem Stand, der damals üblich war. Wenn Sie also eine Veröffentlichung haben aus dem Jahr 1900, können Sie nicht unterstellen, was wir heute über Computer wissen, über Gentechnik wissen oder Ähnliches. Weil derjenige, der es geschrieben hat, das nicht wusste, Sie versetzen sich in die Perspektive eines Lesers oder eines Autors aus dem damaligen Zeitraum. Das heißt, die Neuheit ist immer sehr eng begrenzt. Das Ganze muss ohne Nachdenken geschehen. Das heißt, der Leser muss einfach sagen, ah ja, so ist das. Alles, wo er sozusagen nachschlagen müsste, nachdenken müsste, irgendwie geistig aktiv werden müsste, das ist nicht zulässig. Das Ganze ist aber auch nicht schlimm. Wir werden gleich noch sehen, es gibt ein anderes Kriterium, die erfinderische Tätigkeit nach § 4. Da kommt es darauf an, was nahegelegen hat.
Das heißt, die Neuheit ist wirklich sehr einfach zu prüfen. Sie gucken einfach, ist das dasselbe? Und wenn ja, ist es nicht mehr neu. Wenn Sie sich 3 Absatz 2 ansehen, steht da drin, dass auch Anmeldungen berücksichtigt werden, obwohl die noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das ist ein Widerspruch, den ich Ihnen eben gesagt habe, dass der Stand der Technik eigentlich nur veröffentlichte Dokumente sind. Der Gesetzgeber wollte damit sicherstellen, dass möglichst nur eine Person das Patent kriegt. Das heißt, wenn an Tag 1 der A anmeldet und an Tag 2 der B anmeldet, da hat der B selbst dann keine Chance, wenn das Patent des A weder lesen konnte, noch davon Kenntnis hatte. Weil gesagt wird, der A war einen Tag vorher da und damit ist sichergestellt, dass der A als einziger berechtigt wird. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die erste Schrift nie veröffentlicht wird. Also wenn die erste Anmeldung sozusagen immer geheim bleibt und im Archiv des Patentamtes vergammelt, dann kann man die nicht entgegenhalten. Ebenfalls bemerkenswert ist, eine Rücknahme vor Veröffentlichung der Anmeldung ist irrelevant, weil dann ist noch nichts passiert. Das Ganze gilt nicht im Gebrauchsmusterrecht, schon allein deshalb nicht, weil Gebrauchsmuster halt nicht geprüft werden, damit sofort erteilt werden. Damit gibt es da keine entsprechende Regelung, dass nicht veröffentlichte Gebrauchsmuster berücksichtigt werden. Das gilt nur im Patentrecht. Ja, können Sie sich erklären, warum man dieses First-to-File-System so streng durchsetzt? Man sagt sozusagen, selbst wenn 2 Leute die gleiche Erfindung gemacht haben, kriegt nur der erste das Patent, auch wenn der zweite das selbst bei gründlichster Recherche nicht hätte herausfinden können. Weil es eben noch nicht veröffentlicht ist. Was ist der Grund für diese Regelung? Das Ziel ist in der Tat, wir wollen First-to-File durchsetzen, aber warum ist das ein sinnvolles Ziel? Und warum ist die Ausnahme dann auch gerechtfertigt? Die Ausnahme, die sagt, wenn die erste Anmeldung nie veröffentlicht wird, dann kann man der zweiten Anmeldung diese auch nicht entgegenhalten. Was ist das Ziel des Patentrechts? Warum geben wir Leuten überhaupt Patente? Ja, damit sie ihre Erfindung verwerten können, ohne dass andere das einfach nachmachen. Und wenn jetzt 2 oder mehrere noch alle gleichzeitig ein Patent hätten, könnte man ja nie Lizenzen erwerben oder müsste immer von allen die erwerben. Und ja, eine völlig richtige Überlegung. Das Ziel ist, wir wollen dem Erfinder möglichst viel Geld geben. Der soll Lizenz geben können. Wenn wir 2 Leuten ein Patent geben, habe ich aber eine Konkurrenzsituation. Das heißt, ich gehe zum einen und sage, für wie viel Euro gibst du mir eine Lizenz? Und der sagt, das kostet 10.000. Dann gehe ich zum anderen und sage, dein Kollege will mir 10.000, von mir 10.000. Wie teuer ist es denn bei dir? Und dann kann ich die gegeneinander ausspielen. Und das gilt es zu vermeiden, damit der Erfinder möglichst viel Geld rausziehen kann. Das heißt, wir wollen den Erfinder möglichst reich belohnen. Deshalb kriegt der, der zu zweit kommt, auch dann kein Patent, wenn er die erste Meldung noch nicht kennen konnte. Wir wollen sozusagen so schnell wie möglich möglichst viele Patente haben und dafür brauchen wir diese Regelung. So schnell wie möglich zum Patentamt rennen, damit das funktioniert. Aber wie erklären wir denn die Ausnahme, die sagt, wenn die Anmeldung nie veröffentlicht wird, dann gilt die nicht. Damit es nicht rechtsmissbräuchlich angemeldet wird, damit quasi der andere das nicht bekommt? Ja, das könnte man überlegen, aber das wird selten passieren, dass man sozusagen sagt, ich melde ein Patent an, damit der andere kein Patent kriegt und ich dann selber auch keins kriege. Das wäre nämlich irgendwie unsinnig. Vielleicht auch, damit das überhaupt genutzt werden kann, weil sonst liegt das da beim Patentamt und niemand kann es nutzen, weil so ist es. Wenn die Patentschrift nie veröffentlicht wird, dann wird es für immer dem Stand der Technik vorbehalten bleiben. Das heißt, niemand wird je erfahren, was es ist. Das Patentrecht soll aber nicht nur den Erfinder belohnen, sondern es soll auch die Allgemeinheit da mit guten Sachen ausstatten. Und das setzt voraus, dass die Erfindungen auch der Allgemeinheit zugänglich werden, das heißt veröffentlicht werden. Ja, Paragraph 50 Patentgesetz, müssen wir jetzt noch nicht im Detail gucken, aber der sagt, es gibt sogenannte Geheimerfindungen.
Eine Erfindung kann ein Staatsgeheimnis sein, zum Beispiel die Atombombe. Wenn Sie eine Geheimerfindung machen, kriegen Sie trotzdem ein Patent, aber Ihre Patentschrift wird nicht veröffentlicht. Auch Geheimerfindungen gehören aber zum Stand der Technik. Die können Ihnen sozusagen entgegengehalten werden. Der Grund dafür ist, dass es hier eine Fiktion gibt. Wenn Sie sich mal den Paragraphen 3 angucken, dann sagt der, Geheimerfindungen gelten als zugänglich gemacht. Das heißt, es wird so getan, als sei die Geheimerfindung veröffentlicht worden, auch wenn die niemand kennen konnte. Das ist gemein, aber so ist das Leben. Das heißt, wenn Sie die Atombombe neu erfinden, nützt Ihnen das nichts, kriegen Sie trotzdem kein Patent. Auslegung. Haben wir eben schon angesprochen. Die Idee ist, Sprache bildet Technik nur unvollständig ab. Das kennen Sie aus Verträgen, das kennen Sie aber vielleicht auch aus der Schule, wenn Sie so Physik, Chemie gehört haben. Jede Entgegenhaltung ist aus sich heraus selbst auszulegen. Das heißt, die Definitionen, die verwendet werden, können anders sein als die geläufigen. Der Fachmann wird aber Tippfehler berücksichtigen, das heißt, wenn das Komma verrutscht ist oder wenn ein Null zu wenig ist, erkennt der Fachmann es auf einen Blick und sagt, ach ja, klar, da ist er hier Komma falsch. Das heißt, solche evidenten Fehler wird er berücksichtigen. Alles andere wird er nicht machen. Ebenso wird der Fachmann natürlich bestimmte zwangsläufige Zwischenschritte, die der Vereinfachung halber weggelassen worden sind, ergänzen und Ergebnisse implizieren. Allerdings ist das Ganze nicht ganz so einfach. Zum Beispiel der Fachmann, der eine Sache liest und da steht irgendwas von, weiß ich nicht, 6 Schrauben, wird sofort wissen, dass das auch mit 5 Schrauben geht, weil es genauso gut hält. Die Grenze ist hier, wie der BGH sagt, habe ich eben schon erwähnt, Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang derart nahe liegen, dass sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte, auf ihren Sinn achtender Lektüre ohne weiteres erschließen, sodass er sie in gewissen Gedanken gleich mitliest, werden inkludiert. Also wie muss ich das vorstellen? Der Leser liest das und der macht sich ja keine Gedanken und sagt, ah ja, da steht was von 6, da ist vielleicht wie 5 und bla bla bla. Der Leser durchblickt das und impliziert bestimmte Sachen, die automatisch selbstverständlich sind. Er ergänzt sozusagen Kommata, er ergänzt aber auch vielleicht, da fehlt noch eine Schraube oder das muss eine gerade Zahl von Schrauben sein. Das ergänzt der Leser. Das ist sozusagen auch mit von der Auslegung umfasst. Was nicht umfasst ist, sind sogenannte Äquivalente. Was ebenfalls nicht umfasst ist, sind Sachen, die der Verfasser der Schrift nicht kennen konnte. Das heißt, alles, was aus dem 19. Jahrhundert ist, kann keinen Computer vorausgesetzt haben. Also alles, was Computer voraussetzt, kann er nicht gewusst haben. Alles, was Kenntnis des menschlichen Genoms voraussetzt, kann damals noch nicht bekannt gewesen sein, weil der Verfasser des Aufsatzes das nicht wissen konnte. Das gab es damals noch nicht. Was ebenfalls nicht berücksichtigt wird, ist der Bedeutungswandel. Vielleicht ist der Begriff heute ganz anders als damals, so wie Planet, Sie kennen das, ist Pluto ein Planet? Ja, nein. Das hat sich alle paar Jahre mal geändert, je nachdem, was gerade die Definition ist. Sie müssen die Definition aus dem damaligen Zeitpunkt anwenden. Ebenfalls nicht möglich ist, dass sozusagen gesagt wird, okay, das Merkmal dient dazu, das Merkmal dient dazu, das Merkmal dient dazu, sondern es wird einfach gesagt, so wie der Leser es liest, muss es genommen werden. So wie der verständige Leser es liest. Zwei Sonderfälle habe ich hier auch noch erwähnt. Wenn es um Zahlenmengen geht, zum Beispiel mindestens, höchstens so und so viel Grad, höchstens so und so viel Gramm, mindestens 2 Liter Wasser, dann heißt das nicht, dass eine unbegrenzte Zahl von Litern ist, sondern der Leser wird automatisch einen vernünftigen Rahmen implizieren. Er wird sagen, okay, bis 1000 Liter, bis 100 Liter oder was auch immer. Wenn ein geschlossener Bereich benannt ist, eine Menge von bis, nach dem Motto 1 bis 2 Prisen Zucker werden in den Kuchen getan, dann sagt er alles, was dazwischen ist, also 1,5, 1/3, 1/2, 1,3795, das wird er alles mitlesen. Während bei dem anderen wird er irgendwo eine Grenze ziehen, wo er sagt, alles andere wäre Quatsch. So wird der Fachmann die Sache lesen. Eine Besonderheit galt bis 1978 bei Patentschriften. Da wurde früher gesagt, es wurde nur der Patentanspruch gelesen. Das heißt, nur das, was Sie am Anfang gesehen haben,
ich möchte gerne ein Erzeugnis mit folgenden Eigenschaften, 1, 2, 3, 4, 5. Alles, was hinterher als Erklärung kam, wurde ignoriert. Das hat man aufgegeben. Heute werden Patentschriften genauso wie alle anderen Veröffentlichungen behandelt, also auch ein wissenschaftlicher Artikel. Es wird das komplette Dokument gelesen mit allen Zeichnungen, mit allen Erklärungen und dann wird geguckt, was kann man daraus entnehmen. Also heute wird einfach von vorne bis hinten gelesen. Das Ganze hat auch den tollen Namen Whole Contents Approach in Abgrenzung zum Prior Claim Approach. Ja, das habe ich eben schon erwähnt. 3 Absatz 5. Die Nummer 2 ist das mit der Ausstellungspriorität. Das hat praktisch eher geringe Bedeutung. Nummer 1 ist der offensichtliche Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seiner Rechtsvorgänger. Was das bedeutet, ist umstritten, nämlich die Frage, was bedeutet offensichtlich? Da gibt es zum einen den objektiven Offensichtlichkeitsbegriff. Objektiv heißt, wir gucken, was ein durchschnittlicher Dritter als erkennen könnte. Hätte der wissen können, dass das hier unvermutbar ist für den Erfinder. Dann gibt es den Gegenbegriff, relativ offensichtlich, das ist der subjektive Begriff. Wir gucken, ob der konkrete Verletzer, der das offenbart hat, hier erkennen konnte, dass er pflichtwidrig handelt. Und dann gibt es die engste Ansicht, das ist die Absichtansicht, die sagt, ich muss sicher gewusst haben, dass ich damit jemanden schädige. So 826 mäßig. Erst dann ist es offensichtlich. Um Ihnen zu illustrieren, warum das problematisch ist, denken Sie an diese Fälle, wo irgendjemand abends in die Kneipe geht mit seinem Prototyp iPhone 9 und legt das dann da auf den Tisch. Und dann lässt es dann liegen und vergisst das. Dieser Mensch wird regelmäßig keine Schädigungsabsicht gehabt haben. Der will Apple damit nicht schädigen und seinen Job verlieren. Der wäre strohblöd. Er wird im Zweifel objektiv allerdings seine Pflicht aus dem Dienstvertrag verletzt haben, wo drin steht, du darfst keine Prototypen aus dem Labor rausnehmen und du darfst auch keinem verraten, woran wir forschen. Das heißt, objektiv, pflichtwillig handelt er. Und dann sind wir in der vermittelnden Ansicht, die sagt, Erkennbarkeit aus Sicht des Handelnden. Hätte der bei vernünftiger Gewissensanstrengung merken müssen, dass das, was er hier tut, ein Missbrauch im Verhältnis zu seinem Arbeitgeber ist? Und was würden Sie sagen? Ist das hier für ihn subjektiv erkennbar? Also ist es subjektiv, offenkundig? Hängt davon ab, wie viel Alkohol er getrunken hat. Je nachdem, wie alkoholisiert er ist, kann es sein, dass er es gar nicht mehr mitgekriegt hat. Ich kenne ja die Arbeitsverhältnisse bei Apple nicht. Also Sie sehen, das ist umstritten. Die Rechtsprechung wendet regelmäßig den engsten Begriff an, aber je nachdem, wie es ihr gefällt, geht sie dann auch auf die subjektive Erkennbarkeit und sagt, Fahrlässigkeit reicht auch für Offenkundigkeit. Während die objektive Ansicht nur in Literatur vertreten wird, weil die sagen, Offenkundigkeit kann nicht vom Willen des konkreten Handelnden abhängen. Wenn der Dritte ganz böse ist und sogar ein Patent im eigenen Namen anwendet, habe ich Ihnen schon gesagt, kann dagegen der Erfinder Verschiedenes tun. Zunächst mal kann er das Patent widerrufen lassen, und zwar nach § 21 Absatz 1 Nummer 3, wenn sich nämlich herausstellt, dass das Ganze geklaut ist, die Idee, dann kann ich das Patent widerrufen lassen. Das Ganze nennt sich widerrechtliche Entnahme. § 7 Patentgesetz sagt zudem, es gibt eine Patentvindikation. Das ist ein bisschen wie der Herausgabeentwurf aus 1985. Wenn jemand mein Patent geklaut hat und das in Eigennamen angemeldet hat, kann ich verlangen, dass er mir seinen Anspruch auf das Patent, also auf die Patenterteilung, abtritt und ich dann quasi an seiner Stelle derjenige bin, der das Verfahren vorantreiben kann. Das heißt, wenn da wirklich jemand hingeht und ihr Patent anmeldet, sind Sie geschützt. Wenn der einfach nur das Handy liegen lässt oder sich verquatscht gegenüber den Kunden, dann greift nur diese Regelung, die sagt, offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers. Und dann ist die Frage, hat er sich nur leicht fahrlässig verquatscht, dann ist es nicht offenkundig, dann haben Sie Pech gehabt, oder ist das offenkundig, dann haben Sie Glück gehabt. So, gucken wir weiter. § 8 Patentgesetz. Der sagt, der berechtigt, dass Erfindung von einem Nichtrechtlichen angemeldet ist,
kann verlangen, dass ihm der Atom abgetreten wird. Das hatten wir eben schon, wie ich schon erzählt. So. Eine Sache, die Sie auch kennen müssen, ist die sogenannte Auswahlerfindung. Stellen Sie sich vor, jemand hat ein Patent oder jemand hat eine Veröffentlichung gefunden, wo drin steht, man kann Wasser kochen, wenn man es auf 100 Grad oder mehr erhitzt. Da sagen Sie, das ist nicht so überraschend, das wussten Sie schon. 100 Grad ist eine nette Temperatur. Aber jetzt entdecken Sie, wenn man Wasser auf 150 Grad erhitzt oder auf genau 149 Grad, dann entwickelt es einen besonders hohen Druck und kann verwendet werden, um eine Turbine anzutreiben. Jetzt haben Sie aber diese Veröffentlichung gesagt, Wasser kann mit über 100 Grad erhitzt werden und wird dann zu Gas. Frage, steht das dem Patent auf das Wasser, was mit 149 Grad besonders turbomäßig schnell ist, entgegen? Und dieses Problem nennt man Auswahlerfindung. Es gibt jemanden, der hat den großen Bereich schon erkannt, hat aber nicht erkannt, dass es irgendwo eine Treppenstufe in dem Bereich gibt, ab der es besonders toll wird oder genau auf der es besonders toll wird. Nach dem Motto, beim Verhältnis 8 zu 2 ist Aspirin besonders wirksam, beim Verhältnis 2 zu 3 hilft es gegen Herzkrankheiten und beim Verhältnis 1 zu 10 hilft es gegen Kopfschmerzen. Wenn Sie das so genau hinkriegen, haben Sie gewonnen. Ja, das ist ein Teilbereich und diesen Teilbereich kriegen Sie dann als Patent, wenn er besondere Eigenschaften, Vorteile oder Effekte hat. Voraussetzung dafür ist, dass wirklich diese Effekte innovativ und neu sind. Wenn die nicht innovativ und neu sind, haben Sie Pech gehabt. Letzter Punkt. Welcher Zeitpunkt ist maßgeblich für die den Stand der Technik? Grundsätzlich sagt das Gesetz in § 3, ist das der Anmeldetag. Der Anmeldetag ist der Tag, an dem Sie das Patent anmelden. Ziemlich offensichtlich. Es spielt keine Rolle, um wie viel Uhr Sie es anmelden. Wenn Sie das Patent abends um 20.30 Uhr anmelden, ist es auch genauso am selben Tag, wie ein Patent, was morgens um 8 Uhr angemeldet ist. Der Tag hat 24 Stunden. Maßgeblich ist dieser Tag. Alles, was an diesem Tag veröffentlicht wird, kann Ihnen nicht entgegengehalten werden. Also wenn Sie das Patent um 23 Uhr veröffentlichen oder am selben Tag ist eine Bekanntgabe, ist völlig egal. Was an diesem Tag passiert ist, steht der Neuheit nicht entgegen. Alles, was danach kommt, ist ebenfalls egal. Also alles, was am Folgetag veröffentlicht wird oder Ähnliches, kann Ihnen egal sein. Problematisch ist nur, was vor diesem Tag bereits bekannt war. Davon macht das Gesetz eine Ausnahme. Es sagt, Sie können sogar noch eine Rückwirkung haben im Fall der sogenannten Priorität. Das haben wir in der ersten Stunde schon angedeutet. Die Idee ist folgende. Es gibt die Pariser Verbandsübereinkunft. Und die sagt, Sie können ein Patent irgendwo anmelden in Frankreich oder in Spanien oder in Venezuela und dann haben Sie 12 Monate Zeit, Anmeldungen in anderen Staaten vorzunehmen. Wenn Sie innerhalb dieser 12 Monate eine Patentanmeldung in einem anderen PVÜ-Mitgliedstaat machen, was fast alle Staaten der Welt sind, dann hat das Ganze Rückwirkung. Und es wird so getan, als hätten Sie am selben Tag wie die ursprüngliche Anmeldung was angemeldet. Das heißt, Sie melden am 1. Juli das Patent in Frankreich an, dann haben Sie bis zum 1. Juli des Folgejahres Zeit, das Patent in Deutschland anzumelden. Und es wird so getan, als hätten Sie es am 1. Juli auch in Deutschland angemeldet. Es wird also automatisch eine Fiktion gemacht und gesagt, es wird so getan, als hätten Sie es gleichzeitig angemeldet. Das hat für Sie den Vorteil, wenn Sie es danach veröffentlicht haben, ist das egal. Um das Ganze zu illustrieren, habe ich diesen Fall vorbereitet. Schauen Sie sich das mal an. Der A meldet am 2. Mai um 8.30 Uhr morgens beim DPMA ein Patent an. Der B meldet am selben Tag um 14.30 Uhr ein Patent für eine unabhängig von A entwickelte identische Erfindung an. Am 2. Mai um 16.30 Uhr führt A seine Erfindung öffentlich vor. Am 2. Mai um 21 Uhr erscheint ein Beitrag von B im Internet, der mir die Erfindung vorstellt. Frage, erhält A ein Patent? Und zweitens, erhält B ein Patent? Fangen wir mit der einfachen Frage an. Erhält A ein Patent?
Wann erhält er ein Patent? Steht in Paragraph 1, Absatz 1, Satz 1. Wann erhält man ein Patent? Ja, erhält ein Patent, weil er hat es angemeldet und die spätere Veröffentlichung ist egal. Genau. In der Tat, die Veröffentlichung war nach seiner Anmeldung, damit ist die egal, damit steht die seinem Patent nicht entgegen. Wie sieht das aus mit B? Kriegt B ein Patent? Prüfen Sie Paragraph 3. Ja, er hält ja grundsätzlich auch wegen Paragraph 3 Absatz 2 kein Patent, weil er wünscht, dass vorrangige Anmeldungen berücksichtigt werden. Ja, in der Tat, Paragraph 3 Absatz 2 sagt, vorrangige Anmeldungen werden berücksichtigt. Frage, ist das eine vorrangige Anmeldung? Was ist der maßgebliche Tag? Wann müssen diese Anmeldungen erfolgt sein? Gesetz sagt, mit älterem Zeitrang. Was meinen Sie, was meint das mit Zeitrang? Genauso ist das. Also, der Zeitrang wird nicht minutengenau oder stundengenau bestimmt, sondern er gilt nur taggenau. Jetzt sind beide Erfindungen am selben Tag angemeldet und damit Pech gehabt. Damit kriegen beide ein Patent. Jetzt fragen Sie sich, was passiert denn, wenn zwei Leute auf dieselbe Sache ein Patent kriegen? Was bedeutet das? Wie stellen Sie sich das vor? Das ist ein extrem seltener Fall. Der kommt alle 100 Jahre mal vor. Weil es voraussetzt, zufällig zwei Leute am selben Tag exakt die gleiche Idee zum Patent anmelden, aber es kann in der Theorie vorkommen. Was meinen Sie? Was hat das für eine praktische Folge? Sie haben vielleicht das Patent dann nur gemeinsam auszuüben? Das wäre eine nette Überlegung, aber das wäre eigentlich unfair gegenüber den beiden, weil die haben ja nichts miteinander zu tun gehabt. Ja? Vielleicht ausnahmsweise doch auf die Anmeldezeit geguckt. Das wäre nett, aber das gibt das Gesetz nicht her. Es ist viel einfacher. Nichts Schwieriges. Nein, wäre schön, aber nein. Ja, es hat jeder unabhängig von dem anderen ein Patent. Was bedeutet das? Wenn jeder von dem anderen unabhängig ein Patent hat, was meinen Sie, was darf man dann mit dem Patent machen? Lizenzen. Ja, man darf Lizenzen vergeben. Was darf man noch? Die Sache produzieren, veröffentlichen. Ja, man darf einfach das Patent selber ausführen und man darf es lizenzieren. Und man kann es allen anderen verbieten, die nicht ihrerseits entweder von dem anderen Lizenz haben oder von mir Lizenz haben. Also Sie können sich untereinander nicht verbieten, weil jeder ein eigenes Patent hat. Und Sie können auch unabhängig Lizenzen vergeben. Jeder Dritte, der es macht, kann aber von beiden verklagt werden. Tolle Konstellation, begeistert. Also würde es für mich als Dritten reichen, von einem von beiden eine Lizenz zu erwerben? Ja. Weil der darf es selber und damit kann ich sozusagen von ihm ableiten, dass ich es darf. Wie gesagt, das kommt in der Praxis nicht vor,
Weil es würde ja voraussetzen, dass wirklich zufällig zwei am selben Tag haben. Im Zweifel wird einer von dem anderen geklaut haben in solchen Fällen. Im Zweifel wird eines der beiden Patente deshalb unwirksam sein, weil es eine widerrechtliche Entnahme ist. Aber der theoretische Fall existiert und er kommt selten auch mal vor. Ja, schauen wir weiter. Der Fachmann. Ich habe bisher immer gesprochen vom Stand der Technik, weil der in § 3 wichtig ist. Jetzt gucken wir uns gleich § 4 an. Und § 4 betont die Rolle des Fachmanns sehr viel stärker als § 3. In § 3 kam der Fachmann sozusagen nur zum Tragen, weil das derjenige ist, der den Stand der Technik würdigt. Wer ist der Fachmann? Der Fachmann ist genauso wie der Verbraucher im Sinne des BGB ein Homunculus, ein fiktives Konstrukt, was normativ bestimmt wird. Der Fachmann muss noch nicht mal eine Einzelperson sein. Der Fachmann kann auch ein Team sein. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, medizinische Messgeräte, die werden nicht nur von Medizinern entwickelt, sondern die werden von Teams aus Medizinern und Ingenieuren oder Informatikern oder Chemikern entwickelt. Das heißt, der Fachmann kann ein ganzes Team aus verschiedenen Leuten sein. Der Fachmann kann nicht alles, der ist ein Fachidiot. Das heißt, er kann nur das, was Gegenstand der Erfindung ist. Also eine Chemieerfindung haben wir einen Chemiker. Bei dem Medizingerät haben wir jemanden, der Ahnung von Ingenieurwissenschaft und von Medizin hat, aber eben keine Ahnung hat von Biologie oder keine Ahnung was. Er weiß aber alles in seinem Gebiet. Er hat also die Möglichkeit, aufs komplette Internet zuzugreifen und kann alles recherchieren. Er hat also Kenntnis des gesamten Standes der Technik. Außerdem hat er Fachkompetenz. Er hat also allgemeine Ahnung in diesem Fachfeld und kennt allgemeine Grundsätze und hat eine gewisse Bauernschleue in dem Sinne, dass er Technik anwenden kann. Was er aber nicht ist, ist Wissenschaftler. Er ist nicht innovativ, er ist einfach Handwerker. Man gibt ihm das Rezept und er sagt, oh ja, so kann man es machen, gut, kann ich. Also er ist nicht innovativ, er ist einfach Anwender. Das ist der Fachmann. Der Fachmann kennt den gesamten weltweiten Stand der Technik. Er kennt auch alle Traditionen von irgendwelchen Volksstämmen und sowas. Das hat er alles schon recherchiert. Aber er ist Teil der Öffentlichkeit und damit kennt er nicht unveröffentlichte Sachen. Er kennt nur das, was der Öffentlichkeit zugänglich ist. Der Fachmann ist also gut informiert, aber er ist kein Spion, der irgendwelche Geheimdokumente kennt. Der Fachmann wird auf sein Fachwissen zurückgreifen, wenn dieses Fachwissen sozusagen allgemeingültig ist, auf eine Mehrzahl von Fällen anwendbar ist. Er meint, das passt auf den konkreten Fall und es keine besonderen Umstände gibt, die dem entgegenstehen. Der Fachmann wird also einfach so handwerklich sagen, machen wir so wie immer. Also was immer passt, wird er auch da anwenden. Er wird nicht auf die Idee kommen, kreativ zu werden und sagen, ach, das könnte man ja auch mal machen. Der Fachmann ist nicht kreativ, er ist einfach nur Techniker, Anwender. Der Fachmann, wie gesagt, spielt eine Rolle bei § 4. § 4 sagt, eine Erfindung gilt als auf Hintergrund beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Stand der Technik ergibt. Der Unterschied ist folgender. Wir haben eben gesehen, bei der Neuheit gilt eine Einzelbetrachtung. Wir gucken uns jedes einzelne Dokument an und vergleichen das. Bei der erfinderischen Tätigkeit gilt eine Mosaikbetrachtung. Das sieht so aus, dass Sie alle Teile Standes der Technik haben. Sie sehen, Sie haben ein Puzzle. Ja, es gibt ein Puzzle und der Fachmann ist jetzt so schlau, der kann jetzt sagen, oh, da kann man so Teile zwischen machen. Sehen Sie, da kann man so ein Puzzle rausbauen. Der Fachmann ist in der Lage, Puzzleteile aneinander zu fügen und zu sagen, zwischen dieses Teil und dieses Teil muss ein Teil geben, was so aussieht. Der Fachmann ist in der Lage, das zu ergänzen. Das ist seine Schlauheit. Der Fachmann kann Lücken schließen. Das Ganze ist eine Rechtsfrage und damit Klausur geeignet. Es ist keine Tatsachenfrage, ob der Fachmann das erkennen würde. Das heißt, wir haben einen Maßstab, der klarstellen soll, wann ist was patentwürdig und wann ist es nicht patentwürdig. Der Maßstab ist anders als bei Urheberrecht, wo wir sagen, auch die kleinste Münze wird geschützt. Im Patentrecht sagen wir, nur das, was für den Fachmann nicht nahe lag, ist sozusagen relevant. Das Ganze soll verhindern, dass Sie auf jeden Kleinkram ein Patent kriegen. Schrauben nach links drehen, Schrauben nach rechts drehen, soll alles egal sein, wenn der Fachmann das als gleich behandelt, weil sonst kriegt man einen Patentdschungel. Der Patentdschungel hat das Problem, dass man dann vor lauter Patenten gar nicht mehr weiß, was man überhaupt darf. Wenn man für jeden Handgriff ein Patent kriegen würde, würde alles patentiert werden.
Die Zahl der Patente soll überschaubar bleiben, damit der Fachmann das auch recherchieren kann. Andererseits darf der Maßstab auch nicht zu hoch sein. Wenn er zu hoch wäre, würde das auch keiner mehr erreichen können. Das Ziel muss sein, dass ein erreichbarer Maßstab gesetzt wird. Da der Fachmann normativ bestimmt wird, kommt es nicht darauf an, wie schlau oder dumm der Erfinder ist. Wenn Sie ein Genie sind, haben Sie Glück. Wenn Sie besonders dumm sind, nützt Ihnen das nichts. Also maßgeblich ist genauso wie in 276 oder in 13 BGB der Durchschnittsfachmann, was der hätte finden können. Um Ihnen ein Beispiel zu zeigen. Das hier ist eine Geranie. Habe ich gelernt. Toll, ne? Und es gibt diese Patentschrift, die Sie hier in klein sehen. Und diese Patentschrift behandelt die Verwendung von Extrakten aus dieser Pflanze zur Prophylaxe oder Behandlung von krankheitsbedingten Verhaltensänderungen, des chronischen oder postviralen Schwächesyndroms und oder stressinduzierter chronischer Krankheitszustände sowie Pharmazeutika, die Zubereitung dieser Extrakte beinhalten. Was meinen die damit? Es gibt dieses Medikament mit dem Namen Umcaloabo. Ja? Erstmal das Aussprechen zu können, ist eine Herausforderung. Und dieses Patent enthält die Extrakte aus dieser Pflanze. Das ist ein 100% biologischer Wirkstoff. Das Problem mit diesem Patent ist, dass es die Zulu gab. Die Zulu sind ein Volk aus Südafrika und die Zulu haben schon vor Hunderten von Jahren diese Geranienextrakte benutzt, um Leute zu behandeln. Und weil die es schon damals benutzt haben, ist das Patent für unwirksam erklärt worden. Allerdings hat die Unwirksamkeitserklärung 3 Jahre gedauert. In der Zeit haben die schon so viel Geld gemacht mit Lizenzen und Werbung, dass die Leute heute immer noch das Originalprodukt kaufen und damit das Ganze ein Riesenmarkt ist. Aber was ich Ihnen damit sagen will, ist, der Stand der Technik umfasst auch das, weil der Fachmann hier schlauer wäre als der Pharmakonzern. Der Pharmakonzern war sozusagen dumm, weil sich nicht informiert hat über die Stammesbräuche der Zulu, wo offenbar diese Pflanze schon eingesetzt worden ist. Der Fachmann kann also schlauer sein als das Unternehmen. Der Fachmann ist in seinem Gebiet Fachmann. Der ist genial, aber nicht kreativ, kann nur gut recherchieren. Jetzt die Frage, wann liegt etwas nahe? Und dafür hat die Rechtsprechung einen Katalog entwickelt, könnte man sagen, von sogenannten Indizien. Ein Indiz ist die Überwindung von Schwierigkeiten. Je komplizierter die Erfindung ist, desto eher liegt dem Fachmann nicht nahe, weil der Fachmann faul ist. Der Fachmann macht sich nicht komplizierte Gedanken. Je mehr Hürden sie überwinden müssen, desto eher ist es patentfähig. Zweitens der Vergleich zu dem, was bisher sozusagen angewandt worden ist. Wenn alle Menschen meinen, man müsste Krebs heilen mit Chemotherapie und Sie sagen, dagegen hilft auch Mondbestrahlung, dann ist Ihr Weg ein komplett anderer als den alle anderen eingeschlagen sind. Dann ist Ihr Weg patentfähig, wenn er funktioniert. Ein großer Fortschritt, wenn sozusagen die Wissenschaft sagt, das ist ein Meilenstein. Wenn in allen Publikationen gesagt wird, das ist unser neuer Nobelpreisträger. Wenn Sie Preise für Ihre Sache kriegen, spricht viel dafür, dass das wohl eine coole Erfindung war. Ebenso, wenn nicht das Fachpublikum sie lobt, aber der Markt. Wenn alle Leute ihr Produkt kaufen, dann hat er offenbar ein Bedürfnis danach, was vorher kein anderer befriedigt hat. Wenn es ein unbefriedigtes Bedürfnis gibt, spricht viel dafür, dass das wohl eine tolle Erfindung war, die die Welt weitergebracht hat. Ebenso der Umfang der Nachahmung. Je mehr Leute ihre Erfindung nachmachen oder lizenzieren, desto besser wird sie wohl sein. Denn niemand imitiert Sachen, die keiner haben will. Sie kennen das. Imitation is the dearest form of flattery. Das ist der Gedanke dahinter. Dann eine Erfindung, die völlig überraschend ist, beziehungsweise Vorurteile ausräumt. Wenn alle 100% der Meinung gewesen sein sollten, was weiß ich, man kann nicht zum Mars fliegen und sie machen es einfach, dann sagt man, okay, dafür gibt es ein Patent. Weil damit hat keiner gerechnet. Ebenso beim Glücksgriff, wenn sozusagen Sie zufällig irgendwas machen und es hilft. Es gab mal diesen Fall, wo eine Hausfrau einfach irgendwie ein Kind hat, das gespielt hat, das dann alle Sachen zusammengeschüttet hat und dann kam irgendwie ein Brei raus und der ist auf das Hemd von ihrem Mann getropft und da sind alle Falten rausgegangen. Dafür gibt es ein Patent. Das Antifaltenmittel, was dadurch zusammengestanden ist, dass es Zufall ist,
Weil dieser Zufall ist so selten, dafür ist man dann schutzwürdig. Ja, ein lang bestehendes, unbefriedigtes Bedürfnis. Wenn alle Leute immer schon gesagt haben, wäre es nicht toll, wenn wir eine Maschine hätten, mit der wir Tag und Nacht Sonne machen könnten auf unserem Balkon. Wenn das alle Leute immer schon gesagt haben und sie machen das, dann spricht viel dafür, dass sie dafür ein Patent kriegen. Weil wenn es einfach wäre für den Fachmann, hätte der Fachmann es ja selber gemacht. Dadurch, dass Sie der Erste sind, kriegen Sie das Patent. Ebenso, wenn alle es versucht haben und daran gescheitert sind, dann ist es selbstverständlich, dass derjenige, bei dem es klappt, ein Patent kriegt, weil das ist toll. Auch wenn Sie der Begründer eines ganz neuen Gebietes sind, wenn Sie die Quantenmechanik entdeckt haben und das erstmals anwenden, dann kriegen Sie selbstverständlich auch Patente, weil es auch keinen gibt, an dem man sich orientieren kann. Der Erste in einem Gebiet kriegt immer tolle Patente. Und schließlich kann es passieren, dass die Technik in die eine Richtung geht und Sie in die Gegenrichtung gehen. Alle machen jetzt in Computer und Sie setzen auf Genmanipulation. Dann sind Sie der Gewinner, weil sozusagen es gar keine Fachleute mehr für Ihr Gebiet gibt und Sie deshalb da sozusagen viel weiter sind als alle anderen. Das sind die Indizien, die die Rechtsprechung heranzieht. Die überschneiden sich natürlich teilweise. Im Kern geht es immer darum, ist das so, dass der normale Fachmann es nicht gemacht hat? Und die Frage ist immer, warum macht er es denn nicht? Und der eine Grund, warum er es nicht macht, ist, weil es einfach keiner haben will. Sachen, die keiner haben will, sind im Grunde egal. Oder er macht es nicht, weil er es nicht kann. Dann ist es eine erfinderische Tätigkeit. So, wir haben noch zwei weitere Kriterien. Die können wir aber relativ schnell abhandeln. Das erste Kriterium ist die gewerbliche Anwendbarkeit. Geregelt in § 5. § 5 sagt, eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Damit ist gemeint, es muss irgendwo einen Markt für das geben, was sie patentieren. Es muss also jemand geben, der das haben will. Ein Patent, was nur für die Wissenschaft relevant ist, was nur für irgendwelche Professoren interessant ist, ist nicht gewerblich anwendbar. Typische Fälle sind entweder, sie produzieren das selber oder sie lizenzieren das. Allerdings haben wir eine Sonderregelung zur gewerblichen Anwendbarkeit in § 1a Absatz 3 Absatz 4. Die habe ich letzte Woche schon angedeutet. Patente auf menschliche Gene. Da wird gesagt, Sie kriegen ein Patent nur für die jeweils entdeckte Funktion mit der Begründung, ein Gen hat nach unserem momentanen Erkenntnisstand mehrere Funktionen. Es gibt also nicht den Punkt, wo Sie sagen, das sorgt für blaue Augen und das sorgt für gelockte Haare, sondern ein Gen hat Multifunktionen und deshalb nur für die von Ihnen entdeckte Funktion kriegen Sie das Patent. Gewerbe hat nichts zu tun mit dem Gewerbebegriff, den Sie im Handelsrecht haben oder im Gewerbesteuerrecht. Da die Gewinnerzielung ist ein Indiz für die gewerbliche Tätigkeit, ist aber nicht notwendig. Es kann sein, dass ein Patent sozusagen auch, was ich, den Hunger der Welt heilen soll oder sowas. Dass Sie also Gewinne damit erzielen wollen, ist nicht die Voraussetzung. Anders als in HGB und Gewerbesteuergesetz sind auch Freiberufler erfasst. Der Grund dafür ergibt sich aus 2a. Wenn Sie mal in § 2a reinschauen, der sagt nämlich, dass Sie kein Patent kriegen für Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers. § 2a Absatz 1 Nummer 2. Und wer behandelt üblicherweise menschliche Körper? Na, was sind das für Leute? Was haben die für einen Beruf? Und was sind Ärzte? Betreiben die ein Gewerbe? Nein, Ärzte sind nämlich Freiberufler. Diese Norm würde keinen Sinn machen, wenn sozusagen die Freiberufler komplett ausgenommen werden. Das heißt, Ärzte kriegen Verfahren geschützt, allerdings dann nicht, wenn sie Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung sind. Ausgenommen sind damit Diagnoseverfahren insbesondere. Ausgenommen sind zudem auch Wirkstoffe. Sie kriegen selbstverständlich Patente für Medikamente. Auch der Staat handelt gewerblich, wenn er nicht hoheitlich tätig wird. Zum Beispiel im Rahmen der Daseinsvorsorge. Wenn der Staat also seine Bürger mit Luft, Wasser, Strom versorgen will, dann handelt der Staat gewerblich. Also der gewerbliche Gewerbebegriff hier ist sehr weit, sehr viel weiter, als wir ihn sonst in der Rechtsordnung haben. Der Grund dafür, dass wir hier einen weiten Gewerbebegriff haben, ist, dass dieser Begriff harmonisiert ist mit dem Europäischen Patentübereinkommen, was seinerseits eben nicht auf die deutsche Rechtsordnung abgestimmt ist.
Und es gibt dieses Straßburger Übereinkommen, was genau diese Begriffe alle definiert. Das heißt, diese Begriffe sind weltweit gleich für alle Mitgliedstaaten und deshalb hat man da eben Gewerbe in einem anderen Sinn als sonst in Deutschland benutzt. Es muss noch nicht mal so sein, dass gerade Ihr patentiertes Produkt als solches auf den Markt kommt. Es kann sein, dass auch erst ein weiterer Schritt erforderlich ist, vermarkten. Wenn Sie zum Beispiel ein Verfahren haben zur Galvanisierung von Reifen, werden Sie dieses Verfahren nicht lizenzieren, sondern werden Reifen verkaufen. Die gewerbliche Anwendbarkeit kann also auch mittelbar erfolgen. Es ist auch nicht erforderlich, dass das Verfahren überall einsetzbar ist. Es ist relativ offensichtlich, wenn Sie sagen, ich möchte ein Verfahren für eine, was weiß ich, Wasserturbine, dann muss da halt irgendwo auch ein Fluss sein, wo das Wasser durchfließt. Das heißt, in der Wüste werden Sie es nicht nutzen können. Das Verfahren kann auch so gestaltet sein, dass es nur geht auf hohen Bergen oder in tiefen Seen oder in Schluchten oder in Erdbebengebieten. Das ist nicht der Gewerblichkeit entgegenstehend. In der Praxis gibt es keine einzige Entscheidung, wo die gewerbliche Anwendbarkeit verleint worden ist. Weil wir sagen, man kann aus allem Geld machen. Das sehen wir an gewissen Unternehmen, die einfach nur ihren Namen draufschreiben und sagen, das verkauft sich jetzt gut. Was weiß ich, Klopapier mit Apple-Zeichen drauf. Verkauft sich super, weil gewerblich anwendbar. Also gewerblich anwendbar ist alles. Punkt. Letztes Aufsichtskriterium ist der Ordre Public. Das kriegen wir recht schnell hin. Ordre Public kennen Sie aus dem IPR vielleicht schon. Der sagt, Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, kriegen kein Patent. Das klingt auf den ersten Blick recht rabiat. Dasselbe auch im EPÜ, wie immer. Was ist damit gemeint? Gemeint sind Fälle, wo die Verwertung illegal wäre. Maßgeblich ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents oder der Entscheidung über die Nichtigkeit. Das bedeutet Folgendes: Wenn das Gesetz sich nachträglich verschärft, schadet Ihnen das, Sie verlieren Ihr Patent. Wenn es sich dagegen lockert, werden alte Anmeldungen nicht wieder wirksam. Wenn im Zeitpunkt der Anmeldung es verboten war, es hinterher aber erlaubt wird, nützt Ihnen das nichts. Die praktische Bedeutung der ganzen Norm ist aber genauso wie bei der gewerblichen Anwendbarkeit null. Auch hier, das sollte Ihnen auch keine großen Probleme geben. Was bedeutet öffentliche Ordnung, was bedeutet gute Sitten? Öffentliche Ordnung ist dasselbe wie im Polizei- und Ordnungsrecht, Sie kennen das im OGG. Alle Normen, die das für gedeihliche Zusammenleben, also hier steht für das Leben in der Gemeinschaft, eine essentielle Bedeutung haben, Sie kennen das aber auch, damit der gedeihliche Zusammenleben unverzichtbar sind, das meint das Gleiche. Was sind das für Normen? Man sagt, das sind insbesondere alle Sachen, die die Grundrechte garantieren, namentlich die Menschenwürde, solche essentiellen Sachen, ihr Leben darf man ihnen nicht leben. Eine Maschine, die Menschen umbringt, so wäre wahrscheinlich nicht patentfähig. Also eine Foltermaschine vielleicht, keine Ahnung. Gemein ist aber mit öffentlicher Ordnung nicht jedes Gesetz, denn nicht jedes Gesetz ist unverzichtbar für die gemeinschaftliche Ordnung. Es gibt viele überflüssige Gesetze, BGB braucht man nicht, kann man ohne leben. Gute Sitten meint dasselbe wie in 138, 826, 242 BGB, das heißt das Anschlussgefühl aller billig- und gerechtdenkenden. Wenn auch nur einer anderer Ansicht ist, haben Sie ein wirksames Patent. In der Theorie wird verlangt eine Abwägung zwischen dem Nutzen und den Gefahren, welchen Fortschritt bringt dieses Patent und welche Gefahren entstehen. So, ich habe Ihnen aber schon gesagt, der Ordre Public hat keine Bedeutung. Warum nicht? Der Gedanke der Norm war, der Staat kann einen nicht belohnen für ein Verhalten, was er an anderer Stelle verbietet. Wenn der Staat an einer Stelle sagt, du darfst keine Waffen haben, an einer Stelle sagt, du kriegst mal ein Patent, wenn du eine erfindest, scheint das widersprüchlich zu sein. Und dieser Widerspruch soll vermieden werden, indem man sagt, es gibt kein Patent dafür. Die Norm ist aber anerkanntermaßen unsinnig, weil die Norm verhindert nur, dass ich ein Patent bekomme. Sie verbietet mir aber nicht die Veröffentlichung des Patents. Das Patent würde sonst ganz normal der Öffentlichkeit als Patentschrift zugänglich gemacht, obwohl es gegen Ordre Public verstößt. Dadurch, dass ich kein Patent kriege, heißt es, dass ich kein ausschließliches, kein Verbotsrecht kriege. Das bedeutet, ich kann auch nicht verhindern, dass jemand nachmacht, weil ich ja kein Patent kriege. Das heißt, ich habe eine viel größere Gefahr, weil auf einmal jeder es nachmachen kann, weil die Patentschrift offengelegt ist und es gar kein Patent gibt, wo jemand es verbieten dürfte. Deshalb sagt man,
ist das Ganze eine unsinnige Regelung. Es ist nicht die Aufgabe des Patentrechts, zu prüfen, ob die Patente hinterher legal eingesetzt werden können. Das ist die Aufgabe des öffentlichen Rechts oder des Strafrechts, die dann hinterher sagen, wenn du das machst, kommst du ins Gefängnis oder wenn du das verkaufst, kommst du ins Gefängnis. Wenn sie eine neue Droge erfinden, sagen wir mal, sie erfinden jetzt Crystal Meth Plus oder Crystal Meth Deluxe in ihrem Keller, dann kriegen sie dafür ein Patent. Das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist verkaufen. Warum denn nicht? Also sie müssen unterscheiden zwischen der Erteilung des Patents und der Erlaubnis zur Nutzung. Das Patent gibt nur Verbotsrechte, keine Nutzungsbefugnis entgegen dem öffentlichen Recht. So, damit haben wir den Stoff der heutigen Vorlesung auch abgeschlossen. Haben Sie noch Fragen? Nö. Keiner hat Fragen, obwohl das so ein spannendes Thema ist. Dann machen wir nächste Woche, ist nächste Woche Feiertag? Nee. Hm? Hier ist, fast genauso schlimm, ja. Ja, ich überlege noch, ob wir nächste Woche machen. Ich schicke Ihnen eine E-Mail, wenn Sie bei eCampus angemeldet sind, ob wir nächste Woche Patentrecht machen. Sonst sehen wir uns übernächste Woche, machen dann den Stoff weiter. Es geht dann nämlich wieder um unsere Patente auf Leben und dann machen wir auch weiter mit den Verfahrensregeln. Dann lernen Sie endlich, wie man ein Patent bekommt, Schritt für Schritt.